Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Auch möchte ich viele neue Abonnenten begrüßen und mich für das Abo bedanken. Schaut mal zu, was ich jetzt hier versucht habe, eine Verbesserung der oberen Absaugung dieser Ulmia. Hierbei geht es sich um eine Verbesserung der Absaugung für die Ulmia herzustellen. Das hat soweit auch bisher immer funktioniert. Nur versuche ich jetzt die obere Absaugung auch hinzubekommen mit diesem dickeren Schlauch, weil da mit meinem etwas dünneren Schlauch hiermit nicht so viel Absaugkraft erreiche. Das geht auch, aber ich habe mir vorgenommen, das zu verbessern und werde euch daran teilhaben lassen. Ich habe mit meinem Kreisschneider zwei Durchmesser von 11,5 ausgeschnitten, habe diesen einen Bogen hier halbiert, um den später hier draufsetzen zu können. Ich habe hier vor und hier habe ich auch ausgeschnitten, um hier ein Papprohr reinzusetzen. Ich habe Papprohre noch aus vergangener Zeit für Kantenanleimer bzw. Treppenstufenkanten in größeren Mengen bekommen und die waren in solchen Papprollen, die eigentlich auch sehr gut, habe ich festgestellt, als Absaugrohre anstatt KG-Rohre. Das ist Pappe, können sich also statisch nicht aufladen. Und jetzt habe ich das hier befestigt. Die werde ich, wenn die verleimt sind, auch hier drauf machen. Werde dann mit einem 45er Bohrer, das habe ich mir ausgemessen, diesen Schlauch hier so schräg reinmontieren, damit er dem Luftstrom von der Absaugung abnehmen kann, und das werde ich noch an meiner Ulmia anschließen. Aber das zeige ich euch noch alles. So, ich habe euch ja erzählt, dass ich jetzt hier so reinbohren möchte, ungefähr 45 Grad. Das wäre ungefähr die Richtung, wenn er jetzt senkrecht reinbohrt, müsste das so ungefähr auskommen. Müsste ungefähr passen. Ich habe es ausgemittelt. Müsste ungefähr passen. Ich werde es jetzt mal versuchen, ob ich es an der Maschine so hinbekomme, wie ich das möchte. Ich werde euch mal mitnehmen. Was ich jetzt hier zeige, ist nicht unbedingt zum Nachmachen zu empfehlen. Ich werde mir noch eine
andere Schraubzwinge zur Sicherung drauf machen, weil mehr Gewalt, das festzuhalten. Ich werde mal die Maschine einschalten und dann wollen wir mal sehen, ob mir das um die Ohren fliegt oder ob das klappt. Einbauen, aber das werde ich schon schaffen. Ich muss den wahrscheinlich hier vor. Dasselbe werde ich hier auch noch machen. Da sollen wir nämlich nicht hin und her wandern können. Das Ganze noch mal probieren. Ist nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Das muss man ganz langsam angehen lassen. Naja, das klappt ja, aber wie gesagt, ist nicht zum Nachmachen zu empfehlen. Mal gucken.
Kinder durch. Noch nicht ganz, aber so gut wie. Aber den Rest, den kriege ich schon. So. Jetzt werde ich meine Hilfsplatte wieder abschrauben. Das müsste theoretisch jetzt so passen. Das kann ich so draufleimen, wenn ich möchte. Ich werde mir das mal anzeichnen. Das so ungefähr passt, was ich vorhabe. Das müsste noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Ja, gut, das finde ich eine gelungene Sache. Jetzt muss ich das nur noch im Prinzip hier draufsetzen. Müsste ich dieses Loch hier reinkriegen, aber das habe ich so. Das muss ich jetzt etwas verändern, weil das ist mir lieber, wenn ich etwas tiefer komme, dass wir
2 mehr 7. Dann machen wir das auf 9. Und das machen wir dann auf 4. Dann nehmen wir mal ein Winkelchen dabei. Gucken, wo ich den jetzt versteckt habe. Das wäre 45. Dann haben wir also den Mittelpunkt hier. Jetzt werde ich dasselbe jetzt doch mal machen, indem ich das jetzt einfach mit der Bohrmaschine nochmal bohre. Dann nehme ich euch aber jetzt nicht bei. Das dürfte etwas einfacher sein. Das hat hier natürlich etwas besser geklappt, das war klar. Lasst euch mal reingucken. Ihr seht, hier ist die Bohrung. Das passt auch. Ich werde da jetzt mal einen Test versuchen. Gucken, ob das funktioniert. Das wird jetzt mal ein bisschen laut werden. Na gut. Das sollte eigentlich nicht passieren. Aber, pass mal auf, hier kommt jetzt mein Bleistift, der hier reingegangen ist, raus. Also, scheint das soweit zu funktionieren. Ich werde jetzt die Kante noch ein bisschen sauber machen. Das werde ich jetzt machen. Ich werde das jetzt hier aufleimen. Für eine gelungene Aktion. So, da wir Pappe, Papier haben und Holz, beides sind eigentlich, Papier wird auch aus Holz hergestellt, also beides die gleichen Grundstoffe, also dürfte das Ganze mit dem Weißleim eine gute Verbindung eingehen.
Das sieht ganz gut aus, das sieht dicht aus. Da ist auch der Leim überall rausgekommen. Das klappt prima, wunderbar. Das lasse ich jetzt wieder trocknen. Und das ist das Teil, was ich dann austauschen werde an meiner Ulmia Tischkreissäge. Nachdem der Leim hier jetzt abgebunden hat, werde ich hier die Schraubzwinge lösen. Das hat eine gute Festigkeit. Ich habe euch ja erklärt, Papier, Holz kann man sehr gut verleimen. Bei Kunststoff müsste man sich was anderes einfallen lassen. So, jetzt muss ich diese Platte, die möchte ich ja an meiner Tischkreissäge befestigen. Hier muss ich jetzt noch etwas vorbohren. Ich mache die Markierung hier nach alter Tischlermanier oder Schreinermanier, weil hier kommt es jetzt nicht auf den Millimeter an, sondern dass ich 4 Punkte habe, an denen ich jetzt meine Bohrung vornehmen kann. So, ich werde mal schauen. Ich glaube, ich brauche 60er Schrauben. Ja, ich habe hier wieder 39. Ja, ich habe hier 4x60er Schrauben. Das passt super. So, da müsste ich jetzt noch vorbohren. Ich werde den mal anders umdrehen. Weil, das ist mir gerade in den Sinn gekommen, ich muss ja beim Schrauben hier dran kommen und dann sollte man den Punkt schon so haben, dass ich auch überall gut mit der Bohrmaschine dran komme. Eins werde ich noch machen, aber das mache ich, wenn ich das festgeleimt geschraubt habe. Dieses Rohr auch noch hier in diesem Holzbereich einleimen. Das hätte ich eigentlich gestern schon tun sollen, beim Verleimen des Ganzen. Aber ich wollte es mal testen, ob das Ganze hält. Ich werde gleich auch einen Saugversuch machen. Hier habe ich ja die Platte, wie ich sie anfangs beim Umbau dieser Maschine gemacht habe. Die kann drin bleiben, weil das, was ich jetzt hier habe, setze ich einfach hier vor. Das sieht ganz gut aus. Hier habe ich meinen alten Schlauch. Ja, war so dünn, der passt hier durch. Das ist jetzt hier ein Schlauch, ein dickerer Schlauch.
Der Schlauch, der müsste eine bessere Absaugleistung bringen. Ich gehe mal, messe mal eben, wie viel Innendurchmesser der hat. Ja, 32 und ein Außendurchmesser von 45, 46, beziehungsweise 40er, 38er, 40er Schlauch. Und der Innendurchmesser, oh, ganz genau messen, haben wir einen 32er. Wenn ich das gegenüber dem alten rechne, Durchmesser von 20 hatte, das ist natürlich sehr wenig. So, ich sag mal einfach so. Ich werde jetzt mein Saugrohr, das ist ein 90er Saugrohr, jetzt wird es etwas laut, ich werde jetzt das mal anschalten und versuchen zu demonstrieren, ohne die Maschine laufen zu lassen. Ich muss sagen, so ganz überzeugt bin ich im Augenblick selber noch nicht. Aber hier ist ja noch eine sehr dünne Absaugung, die sich da wieder auf knapp 20 mm verringert. Aber das werde ich schon hinbekommen. Ich werde mal jetzt einen Sägeschnitt durchführen. Schaut mal einfach dabei zu. Ich nehme mal jetzt hier noch ein Stück von einer Arbeitsplatte, die ich zugeschnitten hatte. Ich werde das nochmal testen. Thank you.
Also es funktioniert. Aber ich habe da noch eine Idee, was ich im Rohr verbessern könnte. Deswegen ist gut, dass ich das noch nicht angeschraubt habe. Und hier werde ich, gut, hier ist natürlich der Schwachpunkt jetzt hier, dass das hier nicht richtig fest ist, weil ich habe die Verriegelung rausgemacht. So, jetzt habe ich das provisorisch befestigt. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie ich das jetzt verbessert oder sauber bedingt verbessert habe. Ich habe jetzt natürlich noch vor, damit ich mit meiner Ulmia auch verdeckte Schnitte machen kann. Da müsste ich ja diese Spanhaube abmachen. Und wie ihr wisst, habe ich ja vor einiger Zeit für meine Erika Maffel eine Abzugshaube gebaut. Mal gucken, ob ich das hier drauf bekomme. Das sieht da ein bisschen chaotisch aus, weil ich habe ja einiges abgestellt, aber wie gesagt, das werde ich noch verarbeiten. Ich werde versuchen, hier meine Schränke zu verbessern und diese Art von Abzugshaube, die werde ich mir hier auch bauen. Dann kann ich hier schneiden und den Spaltkeil auf Sägeblatthöhe stellen und kann somit auch verdeckte Schnitte machen. Das heißt, eine Nut mit der Kreissäge einziehen oder dergleichen. Oder Ausklinkungen vornehmen, das kann ich jetzt nicht, weil diese Maschine möchte ich, die Erika möchte ich jetzt weiter benutzen zum Ablängen von Teilen und diese Ulmia möchte ich als Standardkreissäge verwenden. Hier werde ich mir noch einige Sachen zu bauen, werde ich euch zeigen, Zubehörteile bauen, die diese versuchen wir beide Maschinen ja so haben wir beide Maschinen drauf. Ich habe ja hier einen kleinen Winkelanschlag. Der hat hier eine Führung wie bei einer Gratleiste. Das war auch meine Idee damals gewesen, dass ich keine Tenutschiene brauche, sondern einen Ersatz mit einer Gratleiste mache. Nämlich diese Schiene ist ja ähnlich wie eine Gratleiste aufgebaut und werde das. Ich werde mir hier noch einige Sachen zu bauen, werde mir auch hier noch einen Schlitten zum Schlitz und Zapfen machen bauen, so wie ich es mir vorstelle, wie ich es mache. Aber als nächstes werde ich jetzt hier diese Absaugung mit einem freischwebenden Spanhaube machen. Das werde ich euch auch in einem nächsten Video zeigen.
Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, fürs Interesse und wollt ihr weitere Videos folgen, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn ich etwas Neues herausbringe. Erstmal recht herzlichen Dank.